Ja. Was hast du gesagt? Ich mein Motor an. Also, ja. Fahr zu! Oh, verdammt! Worauf wartest du? Nicht über meinen Fuß fahren hier. Glaub, Fakt. Wäre mir fast über den Fuß gefahren. Ich glaube, dein Motorrad ist kaputt. Das macht so komische Geräusche. Immer dieses unnötige Rumgerolle. Vorfahren, anhalten, fertig. Ich meine, gut, vier Räder kippen ja auch nicht so einfach rum. Da war er weg. Das war jetzt so nicht geplant. Ja, das war geplant. Ja, ich habe früher in der Überseestadt gearbeitet und muss dann immer auf die B6, B75 hoch. Seitdem kann ich anfahren und stehen am Berg wie eine Eins. Da war er auf einmal weg. Ja, das kommt mir bekannt vor. Da kommt gleich ein Tunnel. Tunnelzwänge. Nein, Mann. Wir wollen es nicht. Wir wollen nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich weiß gar nicht, wie das immer passieren kann. Mir rutscht irgendwie die Hand aus. Ja. Das ist der Punkt. Egal wie und wo. Immer, 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 immer. Ich habe da sogar mal festgestellt, von Lilienthal aus nach Bremen rein. Nur rote Welle. Tag. Schickes Teil. Ich dachte eigentlich, hier findet man ein schattiges Plätzchen, aber nö. Ja, hätte man finden können. Wind, Wind, das himmlische Kind. Ja, Mann. Wind, Wind, das himmlische Kind. So muss das sein. Apropos. Immer schön den Blitzer winken. Ja, was wollte ich euch eigentlich erzählen? Genau. Da war ja was, und zwar, ich wollte mit euch nochmal über das Thema, wie ich das jetzt mit den Wheelies machen will, reden. Ja, im Prinzip, ihr habt jetzt in, oder ihr werdet es gleich, das weiß ich noch nicht, wie rum ich es schneide.
Entweder habt ihr es gleich gerade gesehen oder ihr werdet es gleich sehen. Ich will mich jetzt ein bisschen versuchen, Wheelies zu üben bzw. zu lernen und will euch auf dieser Reise mitnehmen. Ich sehe es nicht, dass ich damit komplette ganze Videos fülle. Aber ich habe immer mal wieder so Videos, wo ich mir denke, ja, eigentlich zu schade zum Wegschmeißen, sind aber kein kompletter Motovlog. Dann will man vielleicht über ein kleines Thema reden, hat da seine, sag ich mal, 5 Minuten fertig und dann war es das aber auch schon. Und damit das nicht alles verloren geht, machen wir ein Zwei-Night-Skateboard-Mann. Das heißt, ich werde dieses Wheelie-Ding da immer mal wieder mit reinnehmen. Immer mal so als kleine Miniserie. Hier mal was, da mal was. Wie es sich anbietet. Und ich glaube, das ist eine Variante, mit der wir alle ganz glücklich sind. Moin aus Bremen. Oh, ich sollte vielleicht die Hände auch im Lenker lassen. Moin aus Bremen. Ich bin auf dem Weg unterwegs. Auf dem Weg unterwegs, ja. Wenn das Gehirn aussetzt zu arbeiten. Ich bin unterwegs und ich will eigentlich eine Runde drehen. Nee, eigentlich will ich keine Runde drehen. Eigentlich will ich mir ein ruhiges Plätzchen suchen und mal gucken, ob ich vielleicht hinkriege, ein bisschen Wheelies zu üben. Das wäre der Plan, aber irgendwie ist es so angenehm kühl, ich könnte jetzt stundenlang weiterfahren. Das ist unpraktisch. Das war jetzt gerade nicht der Plan. Ich wollte doch Wheelies versuchen zu machen. Weil ich habe den einzigen Wheelie, den ich bis jetzt gezogen habe, das war, als ich aus Versehen mal die Kupplung losgelassen habe. Und das war auch nur so ein Düff. Ich möchte das jetzt mal versuchen zu machen, ein bisschen kontrollierter. Und Grammatik gelernt bei Yoda, ich habe. Und deswegen suchen wir uns jetzt mal, ich suche mir ein Plätzchen, von dem ich denke, dass ein bisschen Platz ist, ein bisschen ruhig. Ich meine, ich brauche jetzt auch nicht so viel Strecke, weil erste Versuche und ich werde dann mal probieren, ob ich jetzt mit Kupplung oder mit Gas, also reinfedern lassen und dann Gas geben. Also wie es überhaupt funktionieren könnte. Alter, die Sonne ist genau auf Höhe der Ampel. Sag mal, was soll denn die Kacke? Ich sehe nichts. Visier runter, ich sehe was. Na, kriege ich keine Luft. Sonnenvisier runter. Da war er. Da war gerade kein Gang drin. Hat man mal. Da war sie kurz oben. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, es ist, ich habe den richtigen Flow-Punkt, wie auch immer, noch nicht. Grundsätzlich schon mal von der Art her richtig, vielleicht sitze ich auch noch zu weit vorne. Das sind so alles Kleinigkeiten, die man jetzt einfach mal nochmal ausprobieren kann. Das ist noch viel weniger Kontrolle. Das ist also nicht so praktisch, also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn dann wahrscheinlich für die Sicherheit ist die Variante mit dem Gas geben, reinfedern lassen, wieder Gas geben, die Variante, die ich für mich erstmal als sicherer und kontrollierter empfinde. Weil ganz einfach die Variante mit dem Kupplung flitschen lassen, sie kommt dann zwar hoch, sie war jetzt eben auch kurz hoch, aber es ist irgendwie so, nee. Das ist so sprunghaft und in dem Moment, wo sie hochkommt, verändert sich auch die Stellung ja am Gasfahren. Weil natürlich dann sich die Stellung Motorrad-Körper ändert, dann will man vielleicht näher ran oder wie auch immer. Und dann, das sind unberechenbare Faktoren.
So, suchen wir uns das nächste schöne Plätzchen, damit wir die Leute, weil das ist zwar jetzt ein kleines Industriegebiet, aber da wohnen auch relativ nah dran Leute. Und wir wollen die Leute ja nicht unnötig nerven. Ja, hopp, 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 weg, 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 weg. Wieso fahre ich jetzt eigentlich ganz bis zum Ende, um dann wieder... Oh ja, sag mal. Ja, 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 ja. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wenn sich das Gehirn ausgeschaltet hat. So, ich wundere mich die ganze Zeit, warum es so dunkel ist, aber es ist halt Sonnenvisier noch unten, der ist auch doof, ne? Ich sag ja, Gehirn heute nicht mehr vorhanden. Komplett abgeschaltet. Aber sowas von Gehirn. Ja, haben wir nicht. Jedenfalls nicht heute. Heute kann ich damit leider nicht dienen. Wo sind meine ganzen Biker? Wo sind sie denn alle? Ja, nicht die. Das sind zwar auch Biker, aber so... so nee, nicht so richtig. Das ist ein anderes Bike. Ich meine so richtig, so Motorrad. Na also, geht doch endlich mal wieder jemand. Ob mir warm ist? Nein. Warum auch? 30 Grad und Pulli. Perfekt. Und unter dem Pulli habe ich natürlich auch noch was an, weil müssen ja irgendwo auch Protektoren versteckt sein. Rollen zwei Tomaten über die Straße. Sagt die einen zur anderen, Vorsicht, da vorne kommt ein LKW. Nein. War das? Nein. Falls euch das gefallen hat, was ihr jetzt bis jetzt gesehen habt, lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und zum Schluss ein Satz mit X. Das war wohl nix.